Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Und heute gibt es den fünften Teil des perfekten Starts. Auch heute möchte ich euch wieder Tipps und Tricks zeigen, wie ihr am Anfang von FIFA 19 perfekt reinstartet. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt die anderen Teile schon gesehen. Und heute eben, wie gesagt, der fünfte Teil. Ich habe insgesamt 4 gute Tipps für euch mitgebracht. Und falls ihr das Ganze feiert, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst unbedingt doch ein Abo da, falls ihr den Start von FIFA 19 mit mir zusammen nicht verpassen wollt. Ich werde am Anfang auf jeden Fall viele Trading-Tipps bringen und euch versuchen, dort weiterzuhelfen. Und dann beginnen wir direkt mal mit dem ersten Tipp, den ich euch heute vorstellen möchte, und das ist tatsächlich ein ganz eigener Trading-Tipp. Ich habe auch überlegt, dazu ein eigenes Video zu machen, werde ich auch eventuell noch, aber ich dachte mir, komm, ich packe das jetzt einfach mal in dieses Video rein und versuche es so kurz wie möglich zu halten. Und zwar geht es hierbei um die Once-to-Watch-Spieler in FIFA 19, und zwar um das allererste Once-to-Watch, was dann eben rauskommen wird. Das Ganze wird zu 99% oder eigentlich zu 100% am 28.09. erscheinen, denn das ist ein Freitag. Letztes Jahr kam es am 29. raus und das war eben damals ein Freitag, und dieses Jahr ist das eben dann der 28.09. Eventuell kennen die ein oder anderen den Tipp eben aus FIFA 18 schon. Ich habe ihn damals noch nicht gemacht und deswegen habe ich mir das jetzt mal ganz genau angeschaut, ob man da eben Gewinn machen konnte oder ob das absoluter Humbug ist. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, dass dieser Tipp gar nicht so schlecht ist, und deswegen dachte ich mir, ich packe ihn eben jetzt in das Video rein. Und zwar geht es grundsätzlich darum, dass ihr in Normalkarten von Once-to-Watch-Spielern investiert, bevor das Once-to-Watch rauskommt. Und da das erste Once-to-Watch am 28. rauskommt, also eigentlich am offiziellen Release-Tag von FIFA 19, müsst ihr eigentlich schon ein bisschen davor investiert haben. Entweder ihr habt das über die Web-App gemacht oder halt über eine Vorbestellerversion. Denn ab dem 28. sind diese Karten dann eben für 10 bis 14 Tage nicht zu ziehen, diese normalen Karten. Man kann eben nur die Once-to-Watch-Spieler ziehen, aber viele Leute wollen natürlich auch die normale Karte dieser Spieler zocken, und deswegen steigt diese Karte in der Zeit, wo die Once-to-Watch-Karte dieser Karte eben verfügbar ist, extrem in die Höhe. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal kurz am Beispiel von Sanchez, und zwar ist das eigentlich ein sehr guter Innenverteidiger für den Start gewesen, und der wurde auf jeden Fall von vielen Leuten gespielt. Allerdings war er eben nur ganz kurz am Anfang verfügbar, und am 29. ist dann eben die Once-to-Watch-Karte von ihm erschienen. Und ab diesem Zeitpunkt ist er dann extrem in die Höhe gestiegen, teilweise war er sogar extinct, also das ist extrem krass, also man konnte ihn gar nicht kaufen, weil ihn niemand reingestellt hat. Und hier war er dann wirklich fast 10.000 Münzen wert, und das ist schon krass, wenn man sieht, dass er am Anfang eben 5k wert war. Und ganz wichtig, Leute, ihr müsst die Karten wirklich früh genug verkaufen, denn hier endet dann langsam das Once to Watch und da sinkt er dann extrem. Also bitte verkauft diese Spieler früh genug, ganz, ganz wichtig. Ich würde sie so ungefähr 5 Tage, nachdem das Once to Watch rausgekommen ist, schon direkt verkaufen. Denn ihr seht ja, hier ist das Once to Watch rausgekommen und 5 Tage danach ist der Spieler eigentlich schon genauso viel wert wie dann eben 10 Tage danach ungefähr. Und das bedeutet einfach, ihr müsst die Spieler wirklich früh genug verkaufen. Macht den Fehler nicht, dass ihr sie zu lange haltet, denn dann werdet ihr keinen Gewinn mehr machen. Ihr müsst die Spieler früh genug verkaufen. Am besten noch in der Phase des Once to Watch, denn da können die Leute eben den Sanchez eh nicht anders bekommen. Daher ist er noch am gehyptesten. Wenn das Once to Watch vorbei ist, dann wird er wieder normal in Packs gezogen. Erscheint dadurch viel öfter auf dem Markt und die Nachfrage wird eben dadurch gedeckt, dass das Angebot jetzt viel höher ist, weil der Spieler eben viel öfter in den Packs drinnen ist. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt halbwegs gut erklärt. Wenn nicht, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, dann werde ich dazu eben eventuell noch ein eigenes Video machen. Und jetzt möchte ich euch noch 2 kleine Beispiele nennen, mit denen man das eben in FIFA 19 dann auch umsetzen kann. Und zwar könnte zum Beispiel Yarmolenko eine Once-to-Watch-Karte bekommen. Wenn ihr dann in den investiert, dann verkauft den eben dann 5-6 Tage, nachdem das Once-to-Watch rausgekommen ist, und dann werdet ihr auf jeden Fall Gewinn machen. Natürlich besteht immer das Risiko, dass der Spieler dann gar keine Once-to-Watch-Karte bekommt. Wenn das so ist, dann verkauft den Spieler einfach direkt, denn dann werdet ihr gar nicht mehr mal so viel Verlust eben dann machen. Und das zweite Beispiel, was ich euch noch nennen will, das ist Pereira, und zwar ist er jetzt Rechtsverteidiger bei Leicester City aus der Premier League, ein sehr overpowerter Rechtsverteidiger, und wenn der eben eine Once-to-Watch bekommen sollte und ihr eben davor investiert habt, dann werdet ihr mit diesem Spieler definitiv auch Gewinn machen. Okay, das war's mit dem ersten Punkt mit diesem Trading-Tipp. Ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Auf jeden Fall gehen wir auch schon rein ins zweite Thema. Und dabei handelt es sich um einen Trick, wie du eigentlich ganz einfach am Anfang Coins sparen kannst. An den denken aber nicht so viele, an diesen Trick. Und zwar geht es grundsätzlich darum, dass du Spieler am Anfang direkt nach 7 Spielen wieder verkaufst, beziehungsweise diese Spieler abstößt. Okay, was meine ich jetzt damit? Also angenommen, ihr habt am Anfang ein Starter-Team, wo ihr nur 300er Gold Non-Rare-Karten habt, also Spieler, die eben am Anfang für euch 300 Coins gekostet haben, die holt ihr euch einfach per Beatpreis und stellt die dann eben in euer Team rein.
rein. Diese Spieler spielt ihr einfach, also ihr spielt mit diesen Spielern ganz normal 7 Spiele, bis sie dann eben keine Verträge mehr haben. So, dann stoßt ihr diesen Spieler einfach ab und dann habt ihr auch wieder die 300 Coins und somit habt ihr eigentlich gar keine Coins für Verträge und eigentlich auch gar keine Coins für den Spieler ausgegeben. Und somit könnt ihr euch natürlich extrem viele Coins dadurch sparen, dass ihr nie Verträge kaufen müsst, denn Goldverträge kosten mindestens 150 Münzen und das mal 11 gerechnet sind 1650 Münzen alle 7 Spiele. Jetzt habe ich das auch nochmal auf 50 Spiele hochgerechnet und nach 50 Spielen mit diesem Trick würde man mindestens 11.000 Münzen sparen und das ist schon extrem krass. Die Voraussetzung für diesen Trick ist natürlich, wie gesagt, dass ihr alle Karten als Abstoßkarten habt, also wirklich, dass ihr jede Karte für den Abschlusspreis gekauft habt. Zum Beispiel eine Rare-Karte für 600 Münzen müsst ihr die gekauft haben, denn wenn ihr ihn für 800 Münzen kauft und dann für 600 abstößt, macht das nicht wirklich viel Sinn. Aber man kann das Ganze eigentlich auch mit Spielern machen, die zum Beispiel 1000 Münzen kosten. Allerdings muss man diese Spieler dann noch verkaufen und du darfst nicht bis zum letzten Vertrag abwarten. Also du musst den Spieler eigentlich verkaufen, wenn er noch einen Vertrag hat und dann stellst du ihn eben für den Preis rein, für den du ihn auch gekauft hast. Der wird definitiv irgendwann gekauft werden, kann aber ein bisschen länger dauern und es werden hierbei natürlich dann 5% EA-Gebühren abgerechnet. Bei einem Spieler, der 1000 Münzen kostet oder euch gekostet hat, wären das eben dann 50 Münzen, aber da würdet ihr natürlich trotzdem noch 100 Münzen sparen, denn ein Vertrag kostet ja eben 150 Münzen und wenn ihr den Spieler dann eben neu kauft, dann macht ihr eben trotzdem im Endeffekt noch Gewinn bzw. nicht so viel Verlust, als wenn ihr euch eben direkt immer neue Verträge kauft. Also passt definitiv am Anfang mit den Verträgen auf, die ziehen euch extrem viele Coins ab, obwohl das manchmal gar nicht nötig ist. Auch wenn ihr zum Beispiel nur 5 Spieler aus eurem Team habt, die ihr für Abschlusspreis gekauft habt, dann verkauft diese Spieler einfach bzw. verkauft sie per Schnellverkauf und holt euch die Spieler ganz normal neu auf dem Transfermarkt. Vielleicht findet ihr auch auf dem Transfermarkt welche, die irgendwie schon 20 Verträge drauf haben oder so und dann holt euch die einfach und baut die neu in euer Team ein, anstatt dass ihr euch irgendwie für 300 Coins oder so einen Rare-Vertrag holt. Und ja, das ist ein Tipp, den ich euch wirklich mitgeben kann, der hat in FIFA 18 auch gut funktioniert und den möchte ich euch für FIFA 19 natürlich auch empfehlen. Okay, dann gehen wir rein ins dritte Thema und zwar haben mich ganz viele Leute gefragt, welche Version für FIFA 19 denn jetzt eigentlich am besten geeignet ist. Ist es die Standard Edition, die Champions Edition oder die Ultimate Edition? Und grundsätzlich muss ich hier mal sagen, Jungs, das ist eure subjektive Entscheidung, das müsst ihr wirklich selber wissen. Ihr müsst einfach drauf schauen, auf was ihr Wert legt in diesem Spiel, sage ich mal. Also für Leute, die ganz viel traden, ist definitiv die Champions oder die Ultimate Edition am besten, da man da einfach 3 Tage früher spielen kann. Aber ansonsten müsst ihr selber wissen, wie viel Geld ihr für das Spiel ausgeben wollt. Die Standard-Edition kostet offiziell 70 Euro, bekommt ihr aber teilweise im Internet auch sehr, sehr günstig. Auch die anderen Versionen kann man teilweise echt günstig erhaschen. Dazu habe ich euch auch einen Link in die Beschreibung gepackt, wo jemand ein Video dazu gemacht hat, welche Angebote es im Internet so gibt. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es teilweise wirklich Angebote, wo ihr halt einfach das Spiel wirklich 20-25% günstiger bekommt. Zum Beispiel auch bei meinem Partner MMOGA bekommst du es auf der Xbox günstiger und auf dem PC günstiger. Also ich würde euch teilweise schon raten, das über einen externen Verkäufer zu kaufen, der natürlich vertrauenswürdig ist, ganz, ganz wichtig. Also nicht auf irgendeiner Website dann bestellen im Internet, aber an sich hat es immer funktioniert. Also ich habe auch schon mal über einen externen Partner, sage ich mal, das Spiel gekauft und es hat ganz normal funktioniert, obwohl ich da eben einen guten Rabatt bekommen habe. Also schaut euch im Internet definitiv mal um nach günstigen Angeboten oder schaut einfach mal, wie gesagt, das Video, was ich euch verlinkt habe. Was ich auch noch dazu sagen kann, bei der Ultimate Edition bekommt ihr 10% Rabatt, wenn ihr euch diese über das FIFA 18 Menü bestellt. Das habe ich im letzten Jahr auch gemacht und ich werde es eventuell dieses Jahr auch machen, weil ich eigentlich schon die Ultimate Edition haben will. Dann kostet die für mich, glaube ich, statt 100 Euro dann eben 90 Euro und das ist, denke ich, dann ja auch nicht mehr ganz so krass. Ich meine, die normale Version kostet ungefähr 70 Euro und dann sind das 20 Euro mehr. Das ist dann auch nicht mehr so schlimm, vor allem für das, dass man eben auch 40 Packs dazu bekommt und dann eben den 3 Tage Vorabzugriff. Auch bei der Champions Edition bekommt ihr natürlich 3 Tage Vorabzugriff und 20 Packs. Aber im Endeffekt ist es so, umso teurer die Version, umso besser ist sie im Verhältnis. Aber ihr müsst halt einfach schauen, wo eure Grenze ist. Sagt ihr, ich gebe 70 Euro aus oder sagt ihr, ich gebe 90 Euro für dieses Spiel aus. Kurzer Einwand, Leute. Und zwar habe ich vergessen, dass es bei der Champions und bei der Ultimate Edition auch noch den Champions Player Pick dazu gibt. Und zwar ist das ja auch eine neue Art und Weise, wie man Spieler in FIFA 19 bekommen kann. Dazu habe ich aber auch schon ein extra Video gemacht.
Aber auf jeden Fall bekommt man bei der Champions und bei der Ultimate Edition einen Spieler von 80 bis 83, der eben in der Champions League dabei ist, dann auch noch gratis geschenkt. Also das ist auf jeden Fall noch ein Vorteil bei der Champions und bei der Ultimate Edition. Falls ihr euch zum Start direkt Packs holen wollt, dann würde ich euch zum Beispiel die Ultimate Edition empfehlen, weil da einfach Packs für einen günstigeren Preis enthalten sind. So günstig bekommst du keine Packs via FIFA Points und deswegen würde ich euch eben, wenn ihr Packs ziehen wollt, die Ultimate Edition empfehlen. Aber wie gesagt, das muss jeder selbst wissen. Es gibt wie gesagt auch viele externe Anbieter, die das Ganze günstig anbieten und die auf jeden Fall auch trotzdem vertrauenswürdig sind und wo ihr das Ganze trotzdem bekommt. Also nur wenn das irgendwo 5% reduziert ist, braucht ihr euch nicht denken, oh mein Gott, das ist ein Fake, ich darf das hier niemals kaufen. Aber wichtig ist auch, wenn ihr euch zum Beispiel die Champions oder die Ultimate Edition im Internet vorbestellt, dann wird die meistens geliefert und die wird dann meistens erst am 25.09. abgeschickt. Das heißt, ihr bekommt den Vorabzugriff eigentlich nicht wirklich und das ist schon extrem kritisch, finde ich. Oder wenn ihr euch die Standard-Edition irgendwo im Internet bestellt und das als Lieferung zu euch kommen wird, dann werden die das höchstwahrscheinlich erst am 27. oder 28. absenden und somit wird das definitiv nicht am 28. auch schon bei euch ankommen. Ihr könnt das Ganze aber auch teilweise als digitale Version kaufen. Also wie gesagt, schaut euch einfach mal um im Internet. Es gibt definitiv gute Angebote. Für Leute, die viel traden wollen, würde ich definitiv eine Version empfehlen, wo ihr 3 Tage früher zugreifen könnt, denn das ist sehr, sehr wichtig. Am Anfang zu traden ist wirklich eigentlich das Wichtigste, finde ich. Und ja, deswegen haben wir das Thema auch schon abgeschlossen und dann gehen wir rein ins letzte Thema. Und da habe ich ein Starterteam für euch vorbereitet, welches der Adrian zusammengebaut hat. Grüße und ein Dankeschön gehen natürlich raus an dich. In diesem Starterteam befindet sich im Tor der gute Seels. Ich kenne den nicht, aber er wirkt so, als hätte er ganz gute Werte. Linksverteidiger ist Williams, den kennen, denke ich, die meisten von euch. Dann Mboji in der Innenverteidigung kennen viele, viele Leute von euch. Der war immer schon gut und war immer schon overpowered in FIFA. Der rechte Innenverteidiger ist dann Asare, der war auch letztes Jahr ziemlich stark. Dann der Rechtsverteidiger, den Namen will ich nicht aussprechen, weil mich sonst alle in den Kommentaren wieder flamen werden. Dann im rechten ZM haben wir Gillette Up, die im mittleren ZM Ojija Ofoe, den kennen auch viele noch, der hatte mal einen Player of the Year, aber der kommt in diesem Team leider nicht auf die volle Chemistry, aber das ist halb so wild, das ist wirklich halb so wild. Ein Spieler, der 6 Chemistry hat, ist wirklich komplett egal, da könnt ihr mir wirklich vertrauen. Der linke ZM ist dann Klaassen mit definitiv soliden Werten, linker Flügel ist Elia, der definitiv auch super overpowered ist. Im Sturm haben wir dann Lokadia, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich so viel Tempo bekommen wird, aber an sich ist es ein guter Stoß. Stürmer und der rechte Flügel ist dann Yarambashabagabawashapi mit 86 Tempo und 75 Shooting, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich das dazu sagen soll, aber es war jetzt überhaupt nichts gegen die Nation von dem Spieler, weil ich den Namen jetzt so blöd ausgesprochen habe. Ich kann ihn einfach nur nicht lesen. Auf jeden Fall ist dieses Team definitiv solide für den Start. Die Verteidiger sind alle schnell, das ist ganz wichtig und die Flügelspieler auch. Im ZM haben wir sehr solide Spieler und damit ist dieses Team, finde ich zumindest, ein gutes Starterteam, welches auch nicht mehr als 20k kostet. Sollte. Und falls ihr mir natürlich noch eure Starterteams senden wollt, dann macht das gerne über Instagram, FIFA_David heiße ich dort, am besten wirklich in einer guten Qualität, am besten wirklich auf Foothead oder Footwitz zusammengebaut, dass ich das dann auch direkt ins Video packen kann. Schaut auch wirklich drauf, dass die Werte und die Transfers geupdatet sind, nicht, dass da irgendwelche Spieler drin sind, die man gar nicht so verwenden kann. Und ja Leute, damit war es auch schon wieder mit dem 5. Teil des perfekten Starts in FIFA 19. Vielen Dank, dass ihr die Serie so supportet habt, vor allem auch die ersten Teile, das war wirklich, wirklich krass, was ihr da für den Support rausgehauen habt. Lasst auf jeden Fall jetzt auch nochmal für die letzte Folge, für die wahrscheinlich letzte Folge einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und tretet somit dem Team Allstars bei. Und damit bin ich auch schon wieder raus, Jungs. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Wir hören uns bis zum nächsten Mal und ciao.